Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay. Zusammen mit Weaver. Hallo. Nabo. Hi. Vanva. Servus. Und mir, dem Enno. So, wo geht's denn als nächstes hin, Mordor? Als nächstes erkunden wir die Coca-Plantage. Geradeaus. Kaffee? Was? Coca, kein Kaffee. Kaffee? Wann steckt das nächste Mal statt noch Blutkonserve, eine Konserve mit konzentriertem Koffein ein? Ich glaube auch. Kaffee? Oder zumindest ein paar Koffeintabletten. Oder eine Valium, damit er ruhig bestellt ist. Ich kann auch ein Kombipräparat erstellen. Rechts. Ja, ich glaube, das ist die Plantage mit den ganzen Feldern hier. Genau. Aber Achtung mit den Gebäuden. Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas Leute auszuschalten, während sie hier sind. Oben ein bisschen höher auf dem Berg würde ich landen. Oh, hier haben wir auch noch einen Heli. Vorsicht, wir werden gesehen. Nicht mehr. Okay, hier ist gut. Das ist so eine... Ah, komm. Toll, jetzt habe ich Kratzer in meiner Maske. Immer diese Beschwerden. Sei froh, dass es nicht dein Gesicht war. Lieber Kratzer an der Maske als Kratzer am Arsch. Wo müssen wir denn hin? Hier auf die Felder oder was? Ja. Also, um genau zu sein, sollen wir. Ja, die Plantage säubern. Das ist, glaube ich, so das Offensichtlichste. Säubern ist kein Problem. Ich hab noch einen Tango. Okay, unten vor der Holzhütte habe ich einen Tango in Sicht. Ich sehe hier niemanden. Ja, also hier führt ja so ein Weg runter auf die Plantage. Ich denke, das ist auch unser Einstieg. So, auf den Feldern ist erstmal wenig los, aber hinten bei den das Häusern. Hier schon wieder einen Sing. Bitte nicht. Bei uns hier? Nein, da unten. Ich hab doch ein Richtmikrofon hier drin, ich höre doch alles. Okay. Enno, bist du bei Vanva? Negativ, ich bin gerade etwas den Berg runter. Ich bin bei dem besagten Weg. Hm. Bin ich auch relativ nah hinter 1. Bei dieser. Oh. Das ist bei diesem Wellblechgebäude. Negativ, okay. Bei der 1 ist kein Weg. Hinter der 1 bei dem Formgebäude? Bei dem roten Traktor? Ich weiß, wo der rote Traktor ist. Ja. Bei dem Weltblech. Ja, dann geh mal zum roten Traktor. Geh mal zum roten Traktor, Rando. Ich könnte die zwei jetzt ausschalten. Ebenso. Die zwei. Ja, ausschalten. Und? Tango am Boden. Wir haben auch Zivilisten auf dem Gebiet. Okay, im Farmgebäude eins ist verschwunden. Befinde mich beim roten Traktor. Okay, trefft ihr euch da? Ich bin auch beim roten Traktor. Okay. Negativ. Dann gibt es hier mehrere. Meiner ist von Deutz. Die werden alle von Deutz sein, Massenimport. Ich meinte einen anderen roten Traktor, der weiter rechts vom Weg gewesen wäre. Enno, kannst du den zweiten roten Traktor sehen, der ungefähr in Richtung 1 ist, auf dem Feld? Negativ, die Coca-Pflanzen versperren die Sicht. Ansonsten trefft ihr euch beim Wasserturm. Ja, das ist ein besserer Ort. Aber hat hier mit der 2. Den kann ich sehen. Die 2 kann ausgeschaltet werden. Ausgeschaltet? Sehr gut. Ja, hier ist auch ein roter Traktor. Ladung ist scharf, in Position. Die 3 kommt auf euch zu. Genau. Die Ladung ist scharf. Wenn er sich nähert, müsste ich ihn auch ausschalten. Ja, ausschalten. Hat unser Scharfschütze schon. Okay. Ich bin doch hier. Also ich würde sagen, wir nehmen erstmal Richtung Helikopter alles. Ich denke, das wird es leichter machen. Heißt Richtung 1? Genau. Okay.
Wandra, wo bist du jetzt? Ich bin beim Treffpunkt. Treffpunkt Wasserturm. Gibt's hier wieder mehrere Wassertürme? Hier ist auch ein roter Traktor. Ich sehe Wandra auch nicht. Ich stehe direkt am Heck des Traktors. Heck des Traktors? Ich sehe Wandra, er befindet sich direkt unterhalb von dem Wasserturm und Traktor. Ja, da ist Enno. Okay. Kannst du dann mal anleiten? Wo ja, die wenn da nicht ein Busch im Weg wäre, wäre das alles einfacher für mich. Nummer 4 kommt auf euch zu. Ausschalten, wenn nötig. Wo ist die 4? Findet sich ganz langsam auf dem Weg. Ich befinde mich bei dieser kleinen Hütte bei dem einen. Ach, das ist auch ein Wasserturm, na toll. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Genau, so, da befinde ich mich. Nach rechts. Okay, der zweite Wasserturm ist hinter, der wo hinter ist. Dir. Dann zu dem Traktor da, wo das Teil offen ist, hinlaufen. Ja, ich sehe ihn. Und dann an ihm an dem Traktor vorbeilaufen, zwischen dem Traktor und dem Wasserturm durchlaufen, da ist Enno. Ah, okay. Positiv aufgeschlossen. Sehr gut. So, die 1 könnte ich jetzt ausschalten, wenn es möglich ist. Aus irgendeinem Grund ist die 4 nervös geworden. Hat sie eine Leiche gesehen? Kann sein. Ach, das ist schon ein blödes Haus im Weg. Ich muss ja alle Nase lang die Position verändern, damit ich zielen kann. Achtung, bei der 2, die 2 ist schwer bewaffnet und da befindet sich eine weitere schwer bewaffnete Person. Die sind nervös geworden, weil sie eine Leiche gefunden haben. Okay. Ist ausgeschaltet. Okay. Neue 2. Der Schwerbewaffnete kommt auf euch zu. Nummer 4. Jetzt die 2. Hier unter Beschuss. Seid ihr noch da? Ja. Ich ja. Unser Commander ist down. Ich hab, glaube ich, die Position des Commanders gehabt das letzte Mal. Drohne fliegt. Okay, dann decke ich uns mal. Oh. Oh. Hat's wiederbelebt? Dankeschön, ja. Da war meine Ablenkung wohl ein wenig überdimensioniert. Der Traktor ist explodiert und ich habe ein Stück am Kopf gekriegt. Achtung, Enno. Von Berg runter nähern sich auch Leute. Wir haben Rebellenkontakte da unten, die mit uns kämpfen. Ja, auch oben am Berge. Die sorgen für Ablenkung, das ist halt... Okay, jetzt an die 3 komme ich nicht dran. Das Signalding zeigt mir zwar, dass ich da treffen würde, aber die Kugeln gehen nicht durch. Ja, ja, der befindet sich auch viel zu weit unten an der Mauer. Wir haben einmal noch die 2 unter dem nächsten Wasserturm da hinten. Das ist so ein kleines Camp quasi. Mhm. Ein Sichtkontakt zu den Tangos. Ich versuche gerade herauszufinden, ob hier hinten noch jemand ist. Aber hier scheint es. Obwohl, doch, da hinten ist noch jemand. Die 4? Ja, genau. Der befindet sich da hinten auf der Plantage, versteckt sich hinter einer Mauer. Aber da, den dürftet ihr von dort aus nicht sehen. Negativ. Nicht sehen, aber. Die Felder sind günstig gewesen. Da war eine große Explosion. Meine Position, ich muss dein Fahrzeug ausschalten. Unter mir befanden sich 15 Gegner. Enno, Wander, ihr könnt vorrücken bis zu diesem Käfig, der hinter dem Helikopter ist. Mhm. Verstanden. Wir finden uns am Käfig. Okay. Die 3 ist inzwischen ein Stückchen vorgerückt. Befindet sich jetzt weiter oben. Und die 2 ist eine Etage unter euch quasi. Ihr könnt bis zu diesem Zeltding genau da vorrücken. Mhm. Die 2 ist quasi nur eine Etage unter euch an der Mauer. Was ist mit 4? Versteckt sich dort hinter diesem Mauerstück. Ich kann nur Unterdrückungsfeuer leisten. Ich habe keine Möglichkeit, sie auszuschalten. Ja, ich sehe die 2, die... Ein freies Sichtfeld. Die läuft gegen die Wand.
Ja, dann erlöse ihn. Ich bin jetzt unter dem Wasserturm, wo ihr eben... Okay, die 2 ist erledigt. Wann hast du das gehört? Naja. Die 4 kommt. Die ist auf eurer Höhe. Hier sollte ich nicht gesehen werden, so in dem hohen Gras. Ist... Da ist noch einer bei der 2 von eben. Der ist schwer bewaffnet. Verdammt, ich verliere meine Position. Nicht runterrutschen. Aber dann fällt ein Gegner in Deckung. Du hast einen Gegner entdeckt? Ja. Ist hier nicht. Oh. Mist in den Bergen. Wir hinter uns. Ladung ist scharf in Position. Wo denn hinter uns? Enno, lebst du? Ja, hab ihn ausgeschalten können. Ich hab keinerlei Sichtkontakt mehr auf euch. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Dann hast du den Heli im Blick? Hab das C4 scharf. Von welchem Heli redet ihr bitte? Hier unten steht noch ein Heli, ansonsten versperrt ihr irgendwas die Sicht. Ich vermute es mal, weil dann habe ich hier den blöden Baum im Weg. Ich sehe da unten halt immer wieder mal einen kleinen weißen LKW aufpoppen. Da kommt noch jemand übers Feld. Ich kann ihn leider nicht markieren, er kommt von da, wo eben war. Haben ihn ausgeschalten. Sehr gut. Weitere sehe ich hier unten nicht. Zieht euch zurück zu dem Wasserturm. Welcher Wasserturm? Der, wo ihr eben unter wart. Okay. Achtung, bei dem Käfig ist noch einer. Also dort. Geschafft. Genau. Von denen bekommt das Kartell keine Kokablätter mehr. Wir ziehen ab und warten auf die Reaktion. Okay, dann treffen wir uns beim Helikopter. Okay. Los geht's. So, wir kriegen jetzt noch... Ah ne, das machen wir gleich. Reaper, kommst du auch? Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Der Wasserturm, wo ich eben war. Wo N und Vanua sich getroffen haben. Hm. Dort dran vorbei, bis du beim Heli bist. Ja, Moment, bin unterwegs. Sag mal, Vanua, hast du nicht ein bisschen Desinfektionsmittel, so Alkohol? Ja. Wollen wir Molotow-Cocktail basteln und die Felder abbrennen? Aber das kriegen wir hin wie in Far Cry. Granate fliegt, wir sehen uns in der Höhle. Naja, das waren wieder andere Tropeninseln. Da läuft einfach Granaten drauf. Da war die Vegetation ein bisschen anders. Kann sein, dass die etwas weniger gut brennen. Dann da. Dann mal rein da. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalker. Aber ich glaube, ich habe da auch was vorbereitet. Das müsste sich zu unserer Ostseite befinden. Okay. Naja. Das war jetzt nicht so, wie ich dachte. Hm. Bisschen nach links und dann... Wobei, ziemlich weit nach links. Direkt durch. Unser nächster Auftrag ist auch, die Vorräte zerstören, also können wir da unsere Granaten dran auslassen. Sind das die Felder direkt vor uns? Nee, noch ein Stückchen weiter. Theoretisch müssten es die Häuser da rechts sein. Das ist okay. Sind halt die Vorräte, die schon im Lager sind. Aber wir können hier ungefähr... Ja, hier unten ist wieder ein guter Platz. Ja, Achtung, hier können Gegner sein. Und der Scharfschütze könnte vielleicht auf diesen Verladekran. Ist die Frage, ist bis dorthin alles frei? Wir werden schon gesichtet. Okay. Ich schau mal nach. Der Verladekran hier geradeaus, das Ding, oder was? Ich sehe nichts. Augen auf. Ja. Sicarios bewachen den Güterbahnhof. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Wachturm rechts von uns. Dorfschütze. Achtung, da befindet sich eine Person auf dem Zugding hinter dem blauen Container. Was? Da ist eine Zugbrücke. Mann, durch so einen Güterbahnhof. Beziehungsweise ein Tunnel eingegangen. Ah, ja, ich sehe es, ja. Früher wurden hier Kaffee und Kaffee verladen. Jetzt dreht sich hier alles um Kontakte. Wir müssen den ganzen Bereich nach Coca-Lagern absuchen. Vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn wir den ausschalten wenn findet, vernichtet es. Verstanden. Dann können wir da erstmal gucken. Wenn ich meine Position anpasse, könnte ich ihn ins Visier nehmen. Ich könnte auf den Berg hochgehen. Ich suche halt immer noch eine vernünftige Position. Hätte ihn im Visier? Feuerfrei da? Ja, dann feuerfrei. Dann getroffen. Dort gehen wir erstmal hoch. Reaper, du auch.
Ich habe, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden, wo ich euch besser unterstützen kann. Okay. Ich nähere mich dem Sniper-Turm des Lagers. Der macht gute Yoga-Übungen. Ja. Ich hätte sonst gedacht, dass das hier ein guter Turm wäre für dich. Sehe im Bahnhofsgebäude in der Halle medizinische Vorräte für später. Ja. Mhm. Ach, die Drohne. Helikopter. Die Drohne wird gestört. Ist das direkt hinter unser Störsender? Hinter uns? Negativ. Nee. Das sind wie gepanzerte Fahrzeuge. Okay. Militärgrün, so wie mein Anzug. Sieht aus wie ein LRN. Okay. In den Sniper-Türmen sind jeweils Leute. Drohne fliegt. Die Drohne tut's nicht. Sie wird gestört. Ich kann den Jammer nicht sehen. Ich glaube, so. Ich sehe den. Ist das Enno? Du meinst die grüne Antenne? Genau, negativ, wenn du da auf 10 Uhr. Negativ, würde ich sagen. Das ist eine einzelne Antenne auf einem Betonblock. Okay. Ich melde einen feindlichen Mörser. Okay. Da ist die 5. Puh, die Arschlöcher haben einen Mörser. Also eigentlich besteht für die... für das weitere Vorgehen nur die einzige Möglichkeit, dass wir den Jammer ausschalten erstmal, oder? Genau. Generator lokalisiert. Befindet sich direkt an den Gleisen nahe des Verladekrans des Gelben. Immer noch zu eurer Seite hingerichtet. Unsere Seite beim Verladekran. Eine kleine Gruppe Tangos. Ungefähr, er ist, befindet sich, das ist so ein... Das Tonsignal ist scheiße, sie wird gestört. Ja, linke oder rechte Gebäude Seite? So ein Verladegebäude oder was auch immer, wo der Generator in einem Käfig drumherum steht. Commander, okay. Links von uns befindet sich nicht erkennen. Könnte sich noch eine gute Position für den besseren Überblick befinden. Dieser Betonbau dort. Ja, ich glaube aber, da ist jemand drin, oder? Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Dann hätte er uns wahrscheinlich schon längst gesehen. Okay. Ja, hier oben beim Helipad ist sonst auch niemand. Unten bei dem. Und die anderen. Störsender lokalisiert und erfasst. Kannst du ihn von da aus zerstören? Nee, ne? In der Theorie ja. Ich weiß nur nicht, ob das einen großen Aufsehen erregt. Wenn wir den Generator zerstören, dann müsste der ja auch deaktiviert sein. Positiv. Enno, wann war, würdet ihr dann einmal in das Bahnhofsgebäude gehen? Mhm. Ja, wir rücken vor. Seid vorsichtig. Ich bräuchte mal eine kurze Positionsangabe, dann kann ich euch vielleicht leiten. An der Weiche zur Halle wechseln jetzt die Schienenseite. An kaputten Tankwagen. Auf der rechten, also wenn ihr den Schienen nach rechts folgt, dann befindet sich dort ein Tango. Das heißt, okay. Wenn ihr sicherer im Gebäude seid, dann lieber da durchgehen. Okay. Wenn ihr den Schienen folgt, dann müsstet ihr eigentlich zum Kran kommen. Okay, ich befinde mich im Bahnhofsgebäude, Endung glaube ich auch. Ebenfalls. Okay. Ich habe noch keinen Kontakt. Reaper, wo befindest du dich? Auf dem befestigten Sniper-Turm direkt an der Straße, an den Gleisen. Ganz hinten? Ganz durch, ja. Direkt gegenüber okay. Von mir befindet sich nochmal ein Sniper-Turm auf der anderen Seite der Straße. Da ist die 4 in der Nähe. Wenn du ich bin bei der 3. Auf der Seite. Ich sehe Salazar. Ziel markiert. Ah, ich sehe den Generator. Okay, geschafft ihr es, den auszuschalten? Das dürfte kein Problem sein. Mach gleich auf meiner Seite. Ich melde, dass ich gerade irgendwas... Hier kommt ein Konvoi rein. Oh, wir werden gesichtet, wenn wir um die Ecke hier gehen. Verdammt. Ich könnte den Generator jetzt ausschalten. Mach das, wenn du es kannst. Okay. Hier waren gerade 3 Santa Blanca-Fahrzeuge, die Straße durchquert haben. Und der Strom... Der Strom ist weg. Okay. Sieht mit der Drohne aus? Bestätige, der Sensor ist da. Ja. Drohne ist gut.
Habe sich Kontakt zur 3. Vor dir ist direkt einer, Enno. Ja, ich kann den sehen. Ja. Direkt Link links. Ausschalten. Also Meldeziel 1 ausgeschaltet. Ist ausgeschaltet, weiterhin okay. Kontakt zur 3, da befand sich aber gerade noch ein Ummarkierter. An der 3 befinden sich mehrere Ummarkierte. Eine nähert sich gerade meinem Turm, die zweite Person befindet sich direkt bei dem Mörser. Die eine weitere Person müsste sich, ja, positiv innerhalb der Gebäude befinden. Ob sich direkt vor dem noch eine Person befindet, weiß ich nicht. Achtung, Reaper, unten an einem Turm sind jetzt zwei Personen. Oh ja, die sollen hier rumtanzen, die hüpfen hier die ganze Zeit schon rum. So, ihr befindet euch noch bei dem Bahnhofsgebäude, richtig? Korrekt. Positiv. Okay. Also, die 3 kann ausgeschaltet werden, wenn ihr die seht. Ausgeschaltet. Getroffen. Sehr gut. Die neue 3 an dem Mörser lieber auch ausschalten. Sonst haben wir ausgeschalten. Probleme. Sehr gut. Den Mörser könnt ihr sprengen, wenn nötig. Negativ, nicht sprengen. Meinst du, es löst zu viel Alarm aus? Ja. Und ich bin aufgeflogen. Achtung, da kommen bei der 1 sind Leute. Nehmen wir eine erhöhte Position für besseren Überblick ein. Ich bin jetzt auf der rechten Schienenseite. Ach, du hast ich habe für Lärm gesorgt, weil beim Mörser befand sich sowieso noch ein Gegner drin und ich bin eh aufgeflogen. Ich versuche so viele Leute wie möglich auf Kurs zu lenken. Enno und Wanwa, ihr müsst zusammenbleiben, wenn, wenn möglich. Achtung, die 4 und die 1. Ja, bei 1 war noch ein Unmarkierter. Steh unter Beschuss. Ja, ich sehe deine Position. Ist. Endo, du lebst aber noch, oder? Ja, bin aber schwer. Na gut, nicht unbedingt schwer verletzt, aber es dauert einen Moment. Was? Lebt unser Scharfschütze? Mir geht's gut. Hoppla. Höre links von mir noch weitere Gegner. Hier klettert aber gerade mal. Wenn jemand sieht mich. Ladung ist scharf, in Position. Steh unter Beschuss. Hab das C4 scharf. Ich hab nicht die Position des Commanders. War Commander nicht. War nicht gerade noch. Mist. Ja. Oben an unserer eigentlichen Übersichtsposition. Ich muss es versuchen. Setze Drohne ein. Weiter hin unter. Ich glaube ja. Oh, danke. Das hätte mich nicht erwischt. Bewegt mich nicht weg, wenn ich nichts sag. Okay. Bei mir oben waren schwer bewaffnet, ich weiß nicht, wo jetzt hin ist. Wahrscheinlich ein Gegner im Bahnhofsgebäude bei mir. Wir haben hier einen im Turm. Ich glaube, ich bin halt noch nicht gesichtet worden, das ist mein Vorteil. Ich werde wieder gesehen. Okay, ich wechsle die Position. Die 1 schießt auf mich. Bin unterwegs. Kein Sichtkontakt zu 1. Bin sich momentan in einer Mauer. Das ist das Betongebäude, was ich vor uns meinte. Okay. Ausgeschaltet. Gut. War das jetzt mein Schuss oder war das dein Schuss? Keine Ahnung. Zählt nicht. So, wo seid ihr? Ich befinde mich Bahnhofsgebäude, genau. Okay, seht ihr euch? Seid ihr beieinander? Negativ. Ja, also, ja, ja, jetzt schon. Positiv. Okay, sehr gut. In dem Gebäude, so schräg gegenüber, an dem Unterstand vorbei, da ist die 1, die kommt jetzt auf euch zugelaufen, zum Unterstand. Okay. Ja. Ist tot. Mhm. Sehr gut. Bei mir wieder. Verdammt. Das ist sehr heißes Wasser, wo wir hier stehen, Enno. Ich weiß nicht, von wo ich gesehen wurde. Ich werde einmal zum Bahnhofsgebäude zurückkommen. Ja, sie hat einer angeschlichen. Das war. Wow. Mehr als eng. Ja. Mal eins sagen. Wenn du dir mal das Santa Blanca-Logo ansiehst, Vorsicht. Achtung, Zug. Hier fährt kein Zug. Der fährt aber auf dem rechten Gleis. Okay. Hier direkt vor uns wurde ja nur ein Tankwagen reinrauschen. So, ich bin hinter euch im Bahnhofsgebäude. Verstanden. Ich hab meinen Turm verlassen. Starte Drohne. Nähere mich dem Gebiet. Okay, ich hab gerade noch einen Scharfschützen da hinten im anderen Turm. Oh, der ist ja. Die holen Verstärkung. Allerwertes.
Ja, da war. Der ist weg. Okay. Also vor uns ist erstmal bei den ganzen Unterständen so niemand mehr. Doch, wir werden wieder gesehen. Ja, ich auch. Hinter uns. Ja, das sind schwer bewaffnete. Einer ist down. Der zweite ist noch in Deckung. War das alles? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Ich würde einmal durchs Gebäude und um die Ecke gucken. Okay, hier hinterm Bahnhof ist nichts mehr. Ja, ist sauber. Okay. Also der erste Vorrat, den wir zerstören sollen, der ist, wenn ihr aus dem Bahnhofsgebäude rausschaut, links am Unterstand vorbei, das Haus, was da ist. Da sind so blaue Säcke und so ein Kram drin. Das ist unser erstes Ziel. Bis dahin könnt ihr vorrücken. Oben oder was? Was? Nein, hier unten. Okay, verstanden. Befinde mich in der Halle. Mach dir okay. Mal. Ah, hier sind blaue Säcke, ja. Ich schaue ein bisschen und gucke, ob ich noch Feinde finde. Ja, ich sehe die blauen Säcke, das sieht mir nach. Ich habe ein C4 gelegt. Geh raus. Das wird eine schnelle Sache. Nicht zu sehr Roam Reaper. Warte mal, bist du aus dem Reich? Na, Moment. Oben ja. In der Kopfstation des Feindes. Bei der okay, dann 3, 2, 1. Das erste Lager ist zerstört. Ich muss mal einen Sprengstoff wieder auffüllen. Hier oben ist eine Armory. Wir haben hier unten auch irgendwo Vorräte gehabt. Okay. Ja. Oder? Ich weiß jetzt nicht, was der nächste Punkt ist. Ich gehe nach oben. Hier oben stehen halt ein paar Fahrzeuge. Hier ist eine Armory und keinerlei Feinde. Bisher habe ich keinen gesehen. Nö, nee, ich habe auch so weit mit dem Scan nichts gefunden. Bevor irgendjemand auf die Idee kommt, den Generator da, den Störsender wieder einzuschalten, habe ich den jetzt auch mal ausgemacht. Da oben in dem großen Gebäude neben der Armory, also das höchste Gebäude, was da ist, wo die Funkantenne und so weiter drauf ist, da ja. Befindet sich eine Medaille drin für uns. Mhm. Ich werde auch einmal zu euch vorrücken. Ah, ich sehe sie. Sie ist ja hier auf dem Schreibtisch. Oh, und Nachschieber. Hast du sie gesehen, Enno? Ja, ich habe sie schon. Noch einmal aufmunitionieren, wer es noch nicht getan hat. Am Ende, Kumpel, sind nur das Blut. Es ist nur das Blut. Diese Leute sind nicht einmal Mexikanos. Nolo, Nolo, Herr Mann. Ja. Du verstehst nicht. So, ich stell mich bei den Fahrzeugen unten. Okay, ich stell mich bei der Armory rein und schick von da aus nochmal die Drohne los. Wir sind noch nicht fertig mit dem Zerstören. Achtung! Du hast Spaß dran, uns in die Luft zu jagen, oder? Ich bereite. Also ich schätze nur. Also, einmal von dem Berg aus hier. Also neben diesem festmontierten Geschütz könnt ihr die Straße runter. Immer weiter geradeaus. Bis ihr quasi zu dem anderen Teil vom Gebiet kommt. Da ist einmal so eine Querstraße, wenn ihr die überquert habt. Mhm. Da müssen wir noch hin. Das könnte. Seht die Querstraße genau. Ja. Ich fahre. Wann war bist du bei Enno? Ja, ich komme mit dem Fahrzeug hinterher. Okay. Ja. Ich guck gerade, welches Gebäude das ist. Das vierte Gebäude rechts. Ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist dieses doppelstöckige, wo so ein kleiner Laufsteg nochmal draußen dran ist. Das wäre zumindest das auffälligste Gebäude, ja. Ja, das hat noch so eine weiße Wand. Da müsste noch ein Lager drin sein, was wir zerstören müssen. Finden sich hier mal. Tangos? Keine gesehen. Das Scan zeigt nichts. Bei mir ist nichts, dann das nächste. Das hier wird sein, hier sind Lager auf Tor. Oder? Nein, das ist auch eine Unterkunft. Merkwürdig. Granate fliegt! Nehmt das hier, Säcke!
theoretisch das, wo... Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Hier. Oh. Hier ist aber nicht viel. Hast du in der oberen Etage schon geschaut? Ich bin ganz oben. Hier. Ich probiere mal diese Waren hier zu zerstören, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Aber das war's. Habt ihr es zerstört? Ja. Aber es war nicht sehr auffällig. So, dann haben wir noch ein weiteres hier irgendwo. Auf der anderen Seite der Schienen. Okay, auch dort, Tangos? Keinen gesehen. Ich denke, wir haben das Lager geräumt. Okay, auf welchem Gebäude genau? Weiß noch nicht genau. Könnte das Wellblech-Ding sein. Ich stelle mich ja mal unten an den Turm, wo Reaper vorhin drin war. Ich habe die Koka-Vorräte. Okay. Sprengsatz scharf. Ladung liegt. Alle weg. 3, 2, 1. Oh! Die Koka-Blätter waren mindestens 10 Millionen Dollar wert. Das trifft Madre Koka da, wo es wehtut. Was war's? 10 Millionen. Du hast gerade 10 Millionen. Warum nicht? Jetzt hast du meinen Jahreslohn kaputt gemacht. Als ob du 10 Millionen verdienst im Jahr. Aber mit meiner Praxis? Das bezweifle ich. Ganz interessante Experimente durchführe. Naja, wo du medizinische Wirkstoffe unterschlägst. Ich würde mich einmal unterstellen und unsere Speicherkarten nochmal aus den Geräten rausnehmen. Okay, kommt dann, dann einmal schnell. Weil direkt bei uns kommt hier gleich ein C vorbeigefahren. Okay, dann aber schnell. Dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like, Comment und Abo da. Und bis demnächst. Ciao. Tschüss.